Sera war immer noch viel zu stolz, um zuzugeben, dass sie den falschen Weg gegangen war. Mit den dünnen Ärmchen kann er nicht schwimmen. Spike und ich klettern da hoch und schmeißen ihm den großen Felsen auf den Kopf. Dann fällt er runter ins Wasser. Petri, du pfeifst, wenn er an der richtigen Stelle ist. Da, wo das Wasser dunkel wird. Jetzt brauchen wir einen Köder. Mich? Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Petri! Du bist gerettet!